mit der Geburtstagsüberraschung. Ja, ist das eine Geburtstagsüberraschung? Ja, heute lebe ich eine nach der anderen. Verreißt du dich, Kalle? Wahnsinnig. Gratuliere. Gerne. Kalle, jetzt stoßen wir auf deinen Jahrgang an. Welche Nummer? 1889. Bei X. Auf diesen Jahrgang stoße ich lieber nicht an. Ja, was hast du gegen meinen Jahrgang? Es ist ja nicht nur dein Jahrgang. Es ist auch seiner. Jetzt wird's mir aber langsam blöd, verstehst? Jetzt mischt das ja schon die Jahrgänge eine, diese aufdringliche Person. Alle, schau. Es sind jetzt damals mehrere Österreicher auf die Welt gekommen. In Wien, in Braunau und in Stinkenbrunn. Das heißt in Stinkenbrunn auch? Mhm. Mir genügt ja schon aus Braunau. Macht er die ganze Welt deppert. Sind ja alle wie aus dem Häusl. Wird ja auch nicht mehr lang drin sein. Aber wo Häusl? Warte ein bisschen. Schau, Herzinger. Ich bin ja nur ein ganz gewöhnlicher Fleischhauer. Alle Achtung, Kalle. Aber ich sag dir das eine Nase, die habe ich. Freilich hast du Nase. Und jetzt sage dir was. Wenn ich in der Früh zum Schlachthof hinausfahre, verstehst? Da fange ich schon am Rennweg an, wovon einer Massenvieh schlechter überhaupt keine Redner ist, nicht? Was fangst du an? Da fange ich schon am Rennweg an, das Blut zu riechen. Und jetzt sage ich dir was, Herzinger, wie wir das sind, alle miteinander. Wir sind am Rennweg angelangt. Moment, Kalle. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich riech Blut.